Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Leicht zu haben. Die Reihe, in der ich euch den günstigsten Ausrüstungsgegenstand einer bestimmten Kategorie vorstelle. Heute gucken wir uns gleich drei Ausrüstungsgegenstände an. Viel Spaß mit dem Video. Für alle, die Leicht zu haben noch nicht kennen, erkläre ich hier nochmal ganz kurz die Regeln. Wir suchen uns eine Kategorie aus, zum Beispiel Taschenlampe, EDC etc. und gucken uns dann den günstigsten Ausrüstungsgegenstand an, den wir finden können. Aber ein Ausrüstungsgegenstand, der wenigstens halbwegs gute Bewertung hat, wir wollen ja nicht den totalen Müll kaufen. Heute gucken wir uns einmal eine kleine Taschenlampe an, ein EDC-Messer und ein kleines als Survival Knife tituliertes Messer. Schauen wir uns doch als erstes diese kleine Taschenlampe an. Die günstigste kleine Taschenlampe, die ich so finden konnte, von Varta tatsächlich. Ja, ich habe sie schon mal aufgemacht, weil ich natürlich gucken musste, ob überhaupt sie funktioniert. Eine kleine Batterie war dabei, die ist jetzt schon drin. Die Verpackung ist sonst relativ uninteressant. Packen wir mal beiseite. Dann haben wir hier die kleine Taschenlampe. Fühlt sich relativ wertig an. Ja, hier sogar hinten mit kleinen Clips, dass man es befestigen kann irgendwo, wenn man möchte, zum Beispiel am Schlüsselbund oder sonst irgendwas. Ja, eine AAA-Batterie kommt rein, einfach wieder zuschrauben, dann geht das. Und so macht man sie auch an. Mit Drehen, davon bin ich kein großer Fan, ehrlich gesagt, weil ich finde, da ist das Gewinde immer so ein bisschen dann der Knackpunkt. Ich hatte schon mal sowas an einem Messer dran. Vielleicht ist das hier besser, das wird der Langzeittest zeigen. Es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr robust, muss ich sagen. Also nicht umknickbar. Ich versuche das mal. Nee, also ich benutze jetzt nicht völlig die Kraft. Ja, nicht ganz Kraft, aber schon ganz in Ordnung. Das ganze Plastik fühlt sich nicht billig an. Das ist immer ganz wichtig. Ja, das Licht ist in Ordnung. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie ja, eine Handytaschenlampe. So in dem Stärkenbereich siedelt sich das an. Wiegt praktisch fast gar nichts. Also ist echt ein Ultraleichtgewicht. Passt eigentlich noch in jede Hosentasche irgendwo rein oder in ein Auto, an die Seitenfach. Für den Preis kann man überall welche platzieren, ja, dass man im Notfall überall mal so eine kleine Taschenlampe hat. Und AAA-Batterien hat ja eigentlich jeder irgendwo zu Hause und kriegt man in jedem Supermarkt. Die Taschenlampe ist robust, günstig, benutzt handelsübliche Batterien, die man leicht nachbekommen kann und wiegt ziemlich wenig, kann also überall irgendwo an die Seite, an Schlüsselbund oder sonst was gemacht werden. Also eine kleine praktische Ergänzung vielleicht fürs Auto, um am PC rumzuwerkeln oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten, um sie zu suchen in einer Abstellkammer, wo man vielleicht kein Licht hat und. Eine kleine nützliche Anschaffung. Als zweites gucken wir uns dieses kleine EDC-Kreditkartenmesser an. Ja, und das hier ist das Ding. Ein Kreditkartenmesser. Wir haben hier vorne auf jeden Fall eine Art Sicherung. Ja, der kleine Nupsi da, der sichert das Ganze. Kann man so umschieben, sodass man dann das Messer hier nicht mehr rausbekommt. Das ist ganz clever gemacht. So, dann gucken wir mal, ob man das als Idiot einfach so zusammengebaut. Erstmal die Sicherung raus. So. Dann gucken wir mal. So, so. Ja. Kann damit so ein bisschen schnitzen, ne? Jetzt nicht megamäßig. Ah, der Griff gibt natürlich auch ein bisschen nach, ist so ein bisschen flexibel alles, ne? Interessant, Handlage ist, naja, man wird damit keine schweren Arbeiten erledigen können. Hier oben hat man sogar so eine Art Jimping, das finde ich ganz interessant. Ist halt ein Dreifingergriff, ja? Ich passe mit meinem kleinen Finger, der passt hier unten nicht mehr rein, aber ist ja auch dafür gar nicht gemacht. Wie scharf ist denn die Klinge? Ja, ja, ist in Ordnung. Ne? Megamäßig spitz ist sie auch nicht. Sieht sogar so aus, als wäre die Spitze so ein Tick abgerundet, ja, damit es nicht so ganz ist. Ich gucke mal ganz kurz hier beim Holz. Aber insgesamt gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. So kann man das wieder auseinanderbauen. Okay, und dann so und so wieder zu. Ein kleines Messer für den Alltag, um ins Portemonnaie zu transportieren. Da kenne ich andere Lösungen, die ich euch auch schon mal in einem flotten Dreier vorgestellt habe, die ich da deutlich besser finde und die sogar teilweise weniger kosten, zumindest wenn man sie aus China bei Gearbest bestellt und ähnliches.
Und für 3 Euro mehr würde ich auch ein richtiges Mora-Messer kriegen, also zumindest das Bauhaus-Mora und ähnliches. Nicht unbedingt die beste Investition, aber halt eine kleine Spielerei, wenn man sowas mag. Als letztes schauen wir uns dieses kleine Survival-Messer an. Was darin Survival ist, das weiß ich auch nicht so genau, aber wir kennen es ja, die Händler greifen zu blumigen Beschreibungen. Es ist aber auf jeden Fall mit das am günstigsten zu erwerbende, weil bei Gearbest kann man das schon für tatsächlich unter 1,50 Euro bekommen. So, dann schauen wir mal, ob wir damit wenigstens leicht batonieren können. Weil besonders dick ist das Material nicht. Man muss sich auf jeden Fall keine Gedanken darüber machen, dass man es kaputt macht, denn es kostet ja nichts. Eieiei, das ist ja grauenhaft. Aber wenn man einen stärkeren Schlagstock nehmen würde, würde es noch ein bisschen besser gehen. Ja, ich habe es durchbekommen. Wie sieht es jetzt aus hier? Ha, ist noch alles in Ordnung. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn da viel passiert wäre. Naja, man kann es zwar nehmen, aber optimal ist es nicht. Ja, ein kleines Survival-Messer, das allerdings in meinen Augen keine besonderen Anwendungsbereiche hat. Es ist relativ leicht, es ist nicht besonders scharf, das kann man aber nachschärfen bei dem Preis, finde ich. Und es ist nicht besonders robust, die Metall, welches Metall auch immer hier benutzt worden ist, ist nicht besonders dick, die Materialdicke. Und ich denke, insgesamt vielleicht was Nettes zum Ausprobieren oder als kleines Backup-Messer im Auto, obwohl ich da wahrscheinlich eher zu einem Mora raten würde. Insgesamt nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, das war auch schon wieder das 5. Mal leicht zu haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keinerlei Auslösungsvideos. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.